In diesem Video sehen wir uns an, wie man eine Top-N-Auswertung nach Unterkategorien in Microsoft Excel erstellen kann. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Als Motivation für dieses Video war ein Kommentar eines Users, der genau diese Auswertung benötigt. Sehen wir uns das nun an. Ich erstelle zunächst eine einfache Pivot-Tabelle. Dazu wähle ich meinen Datenbereich aus. Und bekomme nun in dieser Pivot-Tabelle meine einzelnen Kategorien. Ich wähle nun eingangs die Städte und die Produkte. Als Wertfeld nehme ich die Menge und sehe nun, dass es viele Produkte pro Stadt existieren mit entsprechenden Mengen. Nun möchte ich als ersten Schritt die Städte auf die Top 2 einschränken. Dazu bewege ich meinen Cursor auf die Ebene der Stadt und wähle anschließend die Filteroptionen, navigiere zu Wertefelder und am Ende befindet sich eine Top 10 Auswertung. In dieser gebe ich nun an, die obersten zwei Elemente nach Summe von der Menge. Nachdem ich das nun ausgewählt habe, bekomme ich nun jene zwei Städte mit den meisten bestellten Mengen. Als nächstes möchte ich nun eine Unterkategorie ebenfalls filtern. Dazu möchte ich die Top 3 Produkte mir anzeigen lassen. Auch hier navigiere ich oder bewege ich meinen Cursor auf die Produktebene, wähle wiederum die Filteroptionen, navigiere zu den Wertefilter und wähle die Top 10 wiederum aus und gebe nun an die Top 3. Und bekomme, wie man hier sieht, die Top 3 Produkte bzw. Unterkategorien. Wie ihr seht, könnt ihr so beliebig viele Unterkategorien nach euren Wünschen filtern. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Tschüss und bis bald.